Heute habe ich ausnahmsweise mal einen Gast hier bei mir im Seeraum in Dieburg. Die Larissa Spindler ist nämlich direkt um die Ecke und hat gesagt, statt einem Zoom-Gespräch machen wir doch einfach direkt ein Interview hier. Und ja, das ist Premiere und jetzt schauen wir einfach mal. Ja, schön, dass du da bist, Larissa. Ich freue mich sehr, weil wir kennen uns schon relativ lange aus den Anfängen meiner Augenschule 2019. Also es ist wirklich lange her, dass wir uns getroffen haben. Du warst mal bei einem Augenspaziergang in Darmstadt dabei. Und ja, ich fand es total klasse, weil du kurz davor warst, die Brille loszuwerden an diesem Punkt und bin jetzt total neugierig, wo du denn heute stehst. Aber zuallererst stell dich doch mal kurz vor, was du machst. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin hier auch aus Darmstadt und arbeite als Designerin mit Grafikdesign und Webdesign und bin viel am Bildschirm. Und ja, das war so ein Thema, dass wir auch in Kontakt gekommen sind. Ich hatte schon einiges über YouTube gesehen zum Thema Augentraining und habe mich dann total gefreut, dass so jemand wie du in meiner Nähe ist und einfach nochmal, ja, dass ich praktisch mit dir üben kann. Ja, das wäre auch meine erste Frage quasi an dich gewesen. Wann hast du denn erfahren, dass es Augen- und Sehtraining gibt? Also hast du direkt danach gesucht auf YouTube oder ist es dir zufällig begegnet? Mhm. Ich glaube, das war so ein Weg. Vor ungefähr 10 Jahren bin ich nämlich dazu gekommen zur veganen Ernährung. Und habe dann mich auch immer mehr für Rohkost interessiert und diese ganzheitlichen Themen. Und da habe ich halt auch YouTubern gefolgt, die irgendwann auch mal das Thema Augentraining angesprochen haben. Und dann habe ich gemerkt, ja wow, also wir können eigentlich so viel machen und der Körper kann so viel von selber wieder heilen, was wir normalerweise so gar nicht erfahren. Und irgendwie bin ich dann über dieses Thema gestolpert und habe einfach mal ausprobiert, da ich eben auch eine Brille getragen habe, ungefähr so zwischen -2 und -3 Dioptrien und habe dann angefangen mit diesen Übungen, wo man so ganz nach oben und nach unten guckt und nach links und nach rechts und Kreise macht. Genau, und das habe ich dann so ziemlich jeden Tag immer mal so ein paar Minuten gemacht und dann durch dich habe ich auch noch mehr Übungen erfahren. Ja, super spannend. Das würde mich natürlich interessieren, wer das war. Weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Bist du mehreren Kanälen gefolgt? Oder? Ja, genau. Ja, was du beschreibst, also das klassische Augenrollen, sage ich mal, das denken viele, dass ich das tue, ne? Augenschule, ach, das ist das mit dem Augenrollen. Aber das ist es ja nicht nur gewesen, sicherlich, was du gemacht hast, damit du ja an dem Punkt bist, wo du heute bist. Also vielleicht fangen wir mal an. Wo bist du denn heute? Also ich habe dich in letzter Zeit auch immer mal gesehen, aber nie mit Brille. Also wo stehst du denn heute so mit deinem Sehen und mit deinen Augen? Heute brauche ich keine Brille mehr. Also ich habe das eine Weile gemacht und heute mache ich eigentlich kaum noch bewusst solche Übungen. Und ich sehe nicht ganz perfekt scharf, aber total ausreichend. Das hat sich bei mir dann so entwickelt. Ich habe die so oft ich konnte weggelassen, die Brille, und habe dann irgendwann gemerkt, hey, irgendwie brauche ich die gar nicht mehr. Ich habe sie früher echt auch am Bildschirm gebraucht zum Arbeiten. Also ich war oder bin immer noch leicht kurzsichtig und habe dann auch echt mal beim Optiker nachmessen lassen, der mir offiziell eine Dioptrie besser gemessen hat. Und ich ziehe meine Brille. Genau, ich habe dann auch die Gläser wechseln lassen. Das hattest du mir auch als Tipp gegeben, dass man da immer ein bisschen weniger Dioptrien reinmachen kann. Und ziehe die jetzt, meine Brille heute, nur noch auf, wenn ich Auto fahre und die Sichtverhältnisse sehr schlecht sind. Also nur noch total selten.
Ah, das freut mich total. Vor allen Dingen, du bist ja viel am Bildschirm. Ja. Ne? Also ich beobachte dich gerade so und deine Augen, die bewegen sich eigentlich die ganze Zeit. Du machst Blickwechsel, ja, und das ist ja auch das, was ich immer mal wieder auch sage. Es geht überhaupt nicht um die Übung an sich, sondern dass sich eben was verändert und wir die Augen ja in Anführungszeichen anders benutzen. Ne? Eigentlich benutzen wir sie gar nicht. Wir sollten uns da ein bisschen rausnehmen. Sie sehen ja die Welt für uns automatisch. Und das tun sie bei dir ziemlich gut. Ja? Also sie wandern immer wieder, ne? Raus aus diesem Starren. Und das ist ja schon eine große Veränderung, ja, die wir da erreichen können. Außer dem Augenrollen und dass du deine Brillenstärke reduziert hast, was hast du denn noch verändert, dass du quasi dann nach und nach die Brille auch bei den meisten Tätigkeiten weglassen konntest? Ne? Beim Autofahren geht es einfach um Sicherheit, ganz logisch. Da habe ich auch im Handschuhfach nochmal eine stärkere Brille, die ich wechseln kann, dann, wenn ich das Gefühl habe, das reicht jetzt nicht. Aber deswegen muss ich nicht den ganzen Tag diese starke Brille aufziehen mit allen Nachteilen. Also was hast du noch gemacht? Ne? Also weil in meiner Erfahrung Augenrollen alleine reicht jetzt nicht als Übung. Ne? Ja, ich kann mich auf jeden Fall erinnern bei deinem Workshop, dass wir ganz lustige Sachen gemacht haben, wirklich auch mit dem ganzen Körper. Oder so eine Sache, an die ich mich gerade erinnere, war einfach mal wirklich mit der ganzen Wirbelsäule abrollen und aufrollen. Und da hast du mir so gezeigt, es ist wirklich viel mehr. Es ist der ganze Körper und es ist eigentlich nicht nur der Körper, es ist auch der Kopf. Zum Beispiel gibt es ja Menschen, die sagen, ach, ich bin blind. Und damit, naja, erschaffen wir ja quasi dann die Realität, könnte man sagen. Und ja, also ich habe geforscht über eigene Themen von früher, wie sich das so entwickelt hat. Ich habe, wie gesagt, ich denke, die Ernährungsumstellung hat bei mir auch einiges bewirkt. Und auch aktiver zu werden und eben, wie du es eben beschrieben hast, nicht nur so starr am Bildschirm zu sitzen, so gut ich kann, versuche ich da halt auch viel in der Natur zu sein. Und oder Entspannung finde ich auch super wichtig. Dieses Palmieren, wirklich einfach mal den Augen Ruhe geben und dem ganzen System, das tut mir auch total gut. Ja, für mich ist es dann immer spannend zu sehen, ne, nach so vielen Jahren, was ist denn bei dir dann auch, sag ich mal, hängen geblieben oder hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei so einem Angebot oder Programm von mir, genau. Das ist echt spannend, genau. Und da hast du was Wichtiges angesprochen, nämlich auch so ja die Persönlichkeitsentwicklung, ja, dass wir uns ja immer weiterentwickeln und vor allen Dingen auch alte Themen auflösen. Ne, und da warst du dann sicherlich auch dran und sowas hilft auf jeden Fall. Ja? Also wir werden ja nicht einfach kurzsichtig, weil wir, wie wenn wir einen Schnupfen kriegen oder so, sondern weil ja irgendwas auch passiert ist im Leben, wo wir eben uns wohler fühlen, wenn wir in der Ferne nicht so scharf sehen. Genau. Ja, so diese Metapher kann man dann mal drüber nachdenken, ja, was ist es denn eigentlich vielleicht gewesen, was einen in diese kurzsichtige Sichtweise, die es ja ist, reingebracht hat. Mhm. Und das ist ein laufender Prozess, ja, ist bei mir ja auch noch nicht abgeschlossen und es ist spannend zu sehen bei dir auch. Und da gibt es garantiert auch noch Schritte, die du da tun kannst. Genau. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, und ich finde es auch spannend zu beobachten, dass es eben nicht, dass wir nicht jeden Tag gleich gut sehen, sondern zu schauen, hey, heute sehe ich irgendwie klarer als gestern, fühle ich mich irgendwie anders, was habe ich anders gemacht? Und das ist eben nicht so statisch, dass man sagt, ich habe jetzt die und die Dioptrienanzahl und so ist es und es wird wahrscheinlich immer schlimmer. Es ist so spannend, da auszuprobieren und zu forschen, was man da selber tun kann, dass man sich
besser fühlt, eben auf vielen Ebenen. Da freue ich mich jetzt gerade total drüber, dass du das ansprichst, weil die Illusion ist ja, dass jemand, der keine Brille hat, immer scharf sieht. Und dem ist ja nicht so, ja, je nachdem, wie wir uns fühlen. Ja. Und hast du da eine Sache rausgefunden irgendwie, wo du sagst, ah ja, okay, da ist vielleicht, sind die Augen wie so ein Anzeiger, so Achtung, ah, du hast jetzt wieder das und das gemacht, da fühlen wir uns nicht so gut, da sehen wir schlechter. Oder sind das verschiedene Sachen einfach gewesen? Ich würde jetzt spontan sagen, die Entspannung ist für mich ganz wichtig. Also, dass ich mir die Pausen auch gönne und, wie gesagt, auch mal den Augen die Dunkelheit gebe. Und ja, ich glaube, es ist viel, aber das kommt mir jetzt so aus dem Bauch raus. Ja, wunderbar. Das ist das, was ich ja auch immer erzähle, okay, was schon Margret Kobet erzählt hat. Jede Sehkraft kann mit Entspannung gesteigert werden. Das ist ein Zitat von ihr. Das war die letzte Bates-Schülerin quasi, der wir das verdanken, dass es weitergetragen wird. Ja, das freut mich total, dass du das so für dich auch entdeckt hast, dass es im Endeffekt Entspannung braucht. Ja, immer wieder. Wir können die Augen nicht pausenlos fordern. Das tun wir ja in der visuellen Welt. Genau, ja. Und vor allen Dingen, du arbeitest ja auch am Bildschirm. Ja, du arbeitest auch quasi für den Bildschirm, aber auch anderes. Also ich finde dieses Thema Kommunikationsdesign, ne, was du ja schlussendlich machst, was so der Überbegriff ist, finde ich total spannend, weil ich ja auch ein Logo entwickeln habe lassen. Und das hat ja auch mit dem Visuellen sehr viel zu tun, nämlich mit dieser Bildsprache. Also wie übersetzt du etwas, was ausgedrückt werden soll für die Welt da draußen, in ein Bild? Und deswegen finde ich ja so Logo-Entwicklung total spannend. Ja, ich habe es nur so mitbekommen, als ich ja meine beiden Logos entwickeln habe lassen. Aber das scheint ja so das zu sein, was du so den ganzen Tag machst. Ja, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Also hat sich da die Veränderung deiner Sicht an deiner Augen verändert, wie du auch dann das beruflich quasi siehst? Also war da irgendwie eine andere Sichtweise da oder hast du da keine Veränderung gemerkt? Also erstmal ganz pragmatisch würde ich sagen, ja, ich brauche die Brille auch nicht mehr zum Arbeiten am Bildschirm. Und dann gibt es halt auch einfach, dass ich gemerkt habe, diese Themen, also ich habe ja an mir selber erfahren, es funktioniert. Wenn ich Freunden erzähle, ich habe früher mal eine Brille getragen, dann sind die total überrascht. Ich habe gesehen, es ist vieles möglich und es gibt so tolle Angebote, die ich halt auch mehr unterstützen möchte. Deswegen wäre das so die zweite Antwort von dir, dass ich merke, dass ich quasi mit meinen Designs auch anderen Selbstständigen und Unternehmen helfen möchte, die zeigen, was kann man mit Augentraining, mit Ernährung, mit Bewegung denn bewirken, was einem so normalerweise gar nicht bekannt ist. Ja, und deswegen finde ich das einfach toll, auch dass wir da im Austausch sind. Ja, wunderbar, genau. Ich habe dich zu spät kennengelernt, da waren meine Logos schon entwickelt. Aber insofern kann ich mir gut vorstellen, was du so in deiner Arbeit machst. Genau. Ja, dann danke dir, genau, für deinen Einblick. Ich bekomme ja immer mal so die Fragen, geht das überhaupt? Ne? Gibt es überhaupt Menschen da draußen, die das geschafft haben? Wie lange dauert das? Und so weiter. Da findet ihr auch noch andere Videos auf diesem Kanal. Und ich danke dir für das Interview. Genau, hat sehr viel Spaß gemacht, hier jetzt mal vor Ort. Also wie gesagt, Premiere. Und wenn ihr mehr über Larissa erfahren wollt, die Webseite von ihr, die ist dann in der Shownote. Und dann könnt ihr sie kontaktieren, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht ein gutes Logo, ihr wollt rausgehen mit Gesundheitsthemen und so weiter. Ne? Alles, was da auch so reinspielt,
da möchtest du nochmal die Menschen dann auch unterstützen. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.